liebe Bocholterinnen und Bocholter, da bin ich wieder. Die zweite Folge unseres Videoblogs Made in Bocholt steht an, weil es hat auf die erste Ausstrahlung, also auf die Premiere, deutlich mehr Likes gegeben als Dislikes. Das ermuntert uns natürlich, weiterzumachen. Wir haben jetzt auch mal die Kulisse gewechselt, damit ihr sehen könnt, wie wir hier tatsächlich wohnen. Heißt der Wohnzimmerblock. Und dann passt das auch. Ja, kommen wir zuerst mal zu den wichtigsten Meldungen des Tages. Die fangen wie immer in diesen Zeiten traurig an. Eine 85-jährige Isselburgerin ist im St. Agnes-Hospital an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben. Sie hatte auch Vorerkrankungen, aber letztendlich ist sie dann doch wohl daran gestorben. Ich glaube, das Krankenhaus bekommt so langsam ein Imageproblem. Deshalb von hier aus mal will ich mal sagen, die allermeisten Kranken verlassen dieses Krankenhaus wieder gesund. Und das ist aber leider im Mediengeschäft keine Nachricht. Lernt man in der ersten Stunde des Volontariats, Mann beißt Hund ist Nachricht, Hund beißt Mann ist keine. So ist es. Jetzt aber bekommen die Mediziner Verstärkung. Gestern haben wir es angekündigt und heute schon hat das Coronavirus-Behandlungszentrum am Europaplatz, oder Entschuldigung, nicht am Europaplatz, sondern im Europahaus geöffnet. Das ging aber schnell. Und ich kann allen nur raten, die entweder an Corona schon erkrankt sind oder glauben, an Corona erkrankt zu sein, dorthin zu gehen. Denn es ist wichtig, dass die Arztpraxen, die Hausarztpraxen in Bocholt virenfrei bleiben, damit sie weiterarbeiten können. Und deshalb ist da jetzt die Zentrale und bitte alle dahin gehen. Noch was zu den Zahlen. Es gibt inzwischen 368 Erkrankte im Kreis, 78 davon in Bocholt. Und jetzt kommt's. Die Polizei im Kreis musste gestern drei große Geburtstagsfeiern auflösen. Leute, sie lernen es einfach nicht. Deshalb jetzt mal was Positives. Sabrina Grundke hat uns, wie ich gestern schon angekündigt habe, ein Video geschickt. Sie singt einen Klassiker, der zumindest vom Titel her zu einer Pandemie passt, wie Faust aufs Auge, We Are The World. Aber bevor es losgeht, wir stellen das komplette Video nachher online und morgen singt für uns Sarah Hübers, nicht die Sarah Hübers aus Bocholt, die ihr alle kennt, sondern Sarah Hübers aus Rehde und sie hat auch einen tollen Song mitgebracht, den hören wir dann morgen. Wenn ihr auch Filme habt, Musik, wenn ihr etwas singt, wenn ihr ein Instrument spielt oder wenn ihr ein Zauberkunststück könnt, hierhin appen, dann können wir das morgen mit ins Programm nehmen. Aber jetzt erstmal Film ab für Sabrina. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. True. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ich war bei Andrea Moden und habe meinen Mundschutz abgeholt. Die gibt es ja da im 10er-Pack zu kaufen. Und die waren bei uns im Made in Bocholt Shop schon nach einem halben Tag ausverkauft. Und jetzt hat aber Andrea Moden neue reingestellt. Ich werde diesen Schutz in der ganzen Familie verteilen, vorrangig natürlich an meine Eltern. Mein Vater ist 91, der kann sowas sicherlich gut gebrauchen, wenn er wieder auf Fahrradtour geht. Aber jetzt muss ich doch mal irgendwas sagen. Und zwar haben wir das gestern vorgestellt, wie Andrea Moden auf die Idee gekommen ist und was die da gerade fertigen. Und dann gab es auf Facebook gleich schon wieder ein paar Kommentare, die sagten, ja, aber das geht ja gar nicht, unverschämt hoher Preis oder man müsste die doch in dieser Zeit aus Solidarität kostenlos abgeben. Da muss ich dann mal sagen, also ich bin ganz froh, dass es Unternehmen gibt, die so flexibel sind und die sich Mühe geben, auch Arbeitsplätze zu retten und vor allen Dingen eben auch Steuerzahlungen zu retten, von denen wir nachher ja schließlich das Ganze bezahlen müssen. Und deswegen bin ich da ganz dankbar. Und wenn dann gesagt wird,
Das müsste aus Solidarität verschenkt werden. Dann erwarte ich aber auch, dass Arbeitnehmer dann vielleicht einfach mal aufs Gehalt verzichten. Aber davon hört man ja auch nichts. Also insofern Ball flach halten, finde ich. Und wir sollten in Bocholt froh sein, dass wir solche Unternehmen haben. Apropos Unternehmen, auch von Gigaset gibt es was zu berichten. Denn Gigaset kommt in den Bocholt-Shop. Es ist eines von insgesamt jetzt schon fast über 40 Firmen, die bei uns sich beteiligen an dem Bocholt-Shop, damit wir eine große Plattform bekommen. Und denn wir glauben, dass nur so eine große Plattform auch auf Dauer Erfolg hat. Was gibt's noch? Ja, morgen, ein kleiner Ausblick auf morgen. Morgen berichten wir über die Frisurenkrise in Bocholt. Ihr seht das auch hier an meinen Haaren. Ich habe es vor der Krise nicht geschafft zum Friseur. Und jetzt wachsen die Haare halt, muss man mit leben. Aber einige Bocholter versuchen jetzt die Friseure ja ein bisschen zu drängen, zu ihnen nach Hause zu kommen und ihnen dort die Haare zu schneiden. Aber das ist ja nicht der Sinn der Kontaktsperre. Deshalb zum Schluss noch was Schönes. Das Wetter. Morgen gibt es strahlenden Sonnenschein und es wird auch ein bisschen wärmer, nämlich 16 Grad. Also freut euch drauf und bleibt gesund.